Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Seit meiner letzten Beichte ist ein Jahr vergangen. Ich habe es nie jemandem erzählt. Weder meiner Mutter noch der Polizei, nicht mal meinen Freunden. Es wissen nur die, die dabei waren. Und die sind alle nicht mehr da. Verstehen Sie, ich habe... Ja. Menschen getötet. Aber es war ein Unfall. Ein grauenhafter Unfall und ich komme einfach nicht darüber hinweg. Sprich weiter. Ich habe solche Träume. Andauernd furchtbare Träume. Immer wieder taucht dieser Mann darin auf. Er war wahnsinnig. Er hat Barry und Helen getötet und mich wollte er auch umbringen, aber mich hat er nicht gekriegt. Ich muss die Sache endlich verarbeiten irgendwie. Das Schuldgefühl und die Angst zu lassen. Es wagen, seinen Namen auszusprechen. Ben Willis. Ben Willis. Ich weiß. Sie wissen es? Wie können Sie das? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Erfreulich, dass Sie die Politologie so aufregend finden, Miss James. Entschuldigung. Julie, warte, stimmt was nicht? Mir geht's gut. Ganz sicher? Ja, mir geht's gut. So wirkst du aber nicht. Ich hatte wieder einen Traum. Den in der Dusche? Nein, in einer Kirche. Gott, er war so real. Ich habe seinen Atem im Gesicht gespürt. Tut mir leid. Weißt du, ich habe geglaubt, das mit den Träumen wäre vorbei. Ich habe seit Monaten keinen mehr gehabt. Julie, sowas braucht Zeit. Es wird besser. Schlimmer geht's auch kaum. Ich bin nicht das erste Mal im Unterricht ausgeflippt, Will. Verstehst du, ich kann nicht lernen. Schlafen kann ich überhaupt nicht mehr. Und ich stehe so kurz davor durchzufallen. Jeden Juli! Es war genau vor einem Jahr. Heute ist der Jahrestag. Daran liegt es. Nimm es dir nicht so zu Herzen. Ja, ich gebe mir wirklich Mühe, aber weißt du was? Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt hierher gekommen bin.
Weil du von Southport weg wolltest? Genau. Danke, dass du mich daran erinnerst. Fährst du übers lange Wochenende weg? Nein, ich bleib wahrscheinlich hier und lerne für die Abschlussprüfung. Die Freuden des Studentenlebens. Toll. Geht's dir besser? Mir geht's gut. Bist du sicher? Ja. Es geht dir echt richtig gut? Ja, es geht mir wieder echt richtig gut. Danke, dass du mir zugehört hast, Will. Du bist wirklich sehr lieb. Wirklich? Ja. Okay. Wir sehen uns dann. Okay. Bis dann. Julie. Ray. Hallo. Hey, was machst du denn hier? Wir sind früh reingekommen. Wer war der Typ da? Oh, das ist Will, ein Freund von mir. Du würdest ihn mögen. Ja. Yeah. Ray, wir sind nur befreundet. Klar. Seit der Steinzeit probiert es jeder Kerl, der ein Mädchen aufreißen will, erstmal mit der guter Freund Masche. Können wir gleich fahren? Ich bin mit dem Laster da. Du weißt ja, was läuft. Krabbenessen bei Olli. Die Croker Queen wird gewählt. Kleinstadtfreuden, aber es ist trotzdem nett. Ray, ich kann nicht. Wie? Was kannst du nicht? Ich spüre, dass der Schmerz immer noch zu tief sitzt. Ich bin einfach noch nicht bereit. Ich kann nicht zurückfahren. Bitte versteh das. Ja, ich verstehe schon. Nein, so ist das nicht, Ray. Es liegt nicht an dir. Ehrlich, es liegt nicht an dir. Es ist nur mein Ding. Ich komme nicht klar. Ich will ja nach Southport. Ich will ja, dass es mir gut geht. Ich möchte mit dir zusammen sein. Und ich möchte, dass alles wieder so ist wie früher. Es ist nur einfach nicht so. Willst du nicht hier bei mir bleiben? Es gibt ein Feuerwerk über dem Fluss und wir haben ein ganzes Wochenende vor uns. Ich muss arbeiten, Julie. Mein Boot liegt in Southport, wie du weißt. Aber schon gut, macht nichts. Du brauchst Abstand von unserer Kleinstadt. Und von mir vermutlich auch. Ray. Vergiss es einfach. Thank you.
dachte, du bist verreist. Ich wollte mir deinen schwarzen Rock borgen, aber ich will nicht dafür sterben. Herrgott, Carla, um ein Haar hätte ich einen Herzinfarkt gekriegt. Dürfte ich dich um das Messer bitten? Julie, ich finde, du solltest heute dringend mit mir ausgehen. Wirklich? Das finde ich gar nicht. Ich habe gerade erst versucht, dich abzustechen, Carla. Mir ist nicht sonderlich nach Tanzen. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe Ray vorhin wehgetan. Kleines, hör mir mal zu, okay? Ray ist ein toller Junge. Nichts gegen den alten Ray, aber er ist eben... Ray. Außerdem wohnt er in Southport, Julie. Will ist ein netter Typ und er wohnt gleich gegenüber. Ja, aber zwischen mir und Will läuft nichts. Noch läuft nichts. So, und jetzt komm in die Gänge. Ich arbeite heute Abend im Club und du, Dancing Queen, kommst gefälligst mit. Nein, ich komme nicht. Und ob du kommst? Ich komme nicht. Du kommst nicht. Ich komme nicht. Siehst du? Ich hab's gewusst. Süße, du weißt, was ich mit dir machen will, stimmt's, ja? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Da muss es doch irgendwo eine Ecke geben, wo wir allein sein können. Baby, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Heute Abend sind reichlich Leute komm schon, hier. Baby, hab dich nicht so. Ich will nur eine Minute allein mit dir reden. Wenn du für alles, was du mir zu sagen hast, nur eine Minute brauchst, dann will ich's gar nicht hören. Hey, ich rede ganz, ganz langsam. Nicht bei der Arbeit. Tu mir einen Gefallen. Geh mit Julie tanzen. Weißt du, Jules, du bist heute Abend die schönste Frau hier in dem Laden. Weißt du, Ty, du bist eine unaufhaltsame Naturgewalt. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Das sichert das Überleben meiner Art. Das lasse ich mir von keinem ausreden. Also was ist? Willst du tanzen? Sag ja. Nein. Nein heißt ja. Warte. Hör nicht auf sie. Ty, vielen Dank. Aber hast du mal gesehen, wie Weiße tanzen? Ich meine, wir schneiden Grimassen, schnippen mit den Fingern. Hey, bevor es ganz schlimm wird, bleibst du einfach stehen und siehst mir zu. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Machen wir alle mal eine Pause und gehen wir tanzen, okay? Das Na gut, kommt ihr Süßen. Na kommt, Ladies, zeigen wir denen mal, wie man die Hüften bewegt. Wen haben wir denn da? Will Benson im Sonntagsshirt. Carla, hast du ihm etwa erzählt, dass ich herkomme? Nein, nein, nein. Ich habe ihm gesagt, dass du auf keinen Fall zwischen 10 und 11 an der Bar bist. Und er ist trotzdem da. Hi, Will, schön, dich zu sehen. Das war nicht meine Idee. Wie bitte? Ich sagte, das war nicht meine Idee. Los, komm, tanzen. Gehen wir. Hey, du machst das schon. Spiel nach dir. Guten Abend, Julie. Möchtest du was trinken? Ja. Okay. Wirklich leid.
liebe es, wenn sie das tun. Carla, das macht den Trockner kaputt. Ich bitte dich. Oh, das ist Ty. Danke. Ich habe eine Geheimnummer. Julie, bitte reg dich ab. Ich kenne ihn seit 3 Monaten. Er stellt keinen Frauen nach. Hi, Ty. Nein, jetzt Mark in the Morning vom magischen Sender 96,7. Mit wem spreche ich? Oh mein Gott, Julie, es ist Mark in the Morning. Wahnsinn! Sekunde! Okay, stell auf Lautsprecher. Wahnsinn, Mark in the Morning. Hi, Mark. Ich bin Carla. Carla Wilson. Carla, warum sitzt du am langen 4. Juli-Wochenende zu Hause? Naja, ich gehe aufs College und was ich muss echt viel lernen. Nein, magischen 96,7 Spontan-Urlaub zu gewinnen. Gott, ja, ich will. Also, Carla, ich hoffe, du bist fit in Erdkunde. Denn um zu gewinnen, brauchst du mir nur die Hauptstadt von Brasilien zu nennen. Okay, Brasilien, die Hauptstadt von Brasilien. Ach, schon, eine einzige leichte Frage, ein toller Urlaub. Carla, wir brauchen die Antwort. Na, ich weiß, Sekunde. Okay, Carla, 5 Sekunden. Okay, 5 Sekunden. 4. Rio. 3. Rio. 2. Okay, Rio de Janeiro. Oh nein, hast du Rio gesagt? Nein. Doch. Du hast soeben den magischen Spontanurlaub von 96,7 gewonnen. Warte mal, ich verstehe nichts. Okay, hallo? Ruf nochmal an und klären die Einzelheiten ab. Wie heißt euer Lieblingssender? Die magische 96,7! Habt ihr doch gedacht? Okay, wen nehme ich mit? Auf jeden Fall Tyrell. Na, wen denn wohl? Mich. Na schön, Julie. Hör mal, Mark hat gesagt, 4 Tickets. Du musst überlegen, wen du mitnimmst. Ja? Hallo. Hey. Ich bin echt froh, dass du anrufst. Es tut mir leid. Nein, es braucht dir nicht leid zu tun. Doch, ich hätte nicht so schnell abhauen sollen. Ich war nur... Das macht nichts. Verzieh dich, Mann. Ray, hör zu. Carla hat einen Spontanurlaub auf den Bahamas gewonnen. Auf einer Insel namens Tower Bay. Und sie möchte, dass wir mitfliegen. Auf die Bahamas? Wirklich? Das wäre doch eine tolle Gelegenheit, ein schnuckliges Wochenende zu verbringen. Weißt du, einfach in der Sonne rumsitzen, fruchtige Cocktails schlürfen, schwimmen und... Naja, du weißt schon. Was, dieses Wochenende? Ja. Du fährst mit deinen College-Freunden weg, aber mit mir fährst du nicht. Ray, es liegt nicht an dir, sondern an Southport. Und Gott, die Bahamas. Alles umsonst. Hilfe, du musst ihn anflehen, auf die Bahamas zu fliegen? Psst. Ray, pass auf. Ich möchte wirklich mit dir dahin fahren. Also, Julie. Wir sind mitten in einem riesigen Fang und es geht total hektisch zu. Ich glaube, wir müssen heute Abend wieder rausfahren. Wahrscheinlich kann ich nicht kommen. Versuchst du's? Mir zuliebe? Ja, ich versuch's, aber... Hör zu. Wenn ich es nicht schaffe, dann fahr du nur. Du amüsierst dich auch ohne mich. Ray, bitte versuch zu kommen, mir zuliebe. Du fehlst mir so. Du fehlst mir auch. Okay. Bis dann. Alles klar. Alter, was hast du für ein Problem? Wir haben seit Tagen nichts aus dem Wasser gezogen. Benimm dich nicht wie ein Arschmann. Ich will mit dir auf die Bahamas. Scheiß drauf, Alter. Du musst damit. Hey, wir fahren zusammen rauf. Ich besuche meine Kumpels in Cambridge. Ja. Das ist echt blöd, Mann. Ja, blöd, Mann. Was hast du dir da gedacht, Penner? Ich zeig dir, woran ich gedacht habe. Boah, Ray. Verdammt. Danke, aber da muss ich erst noch mal drüber nachdenken. Steht mir was? Ja. Yeah. Also ich rufe Julie lieber gleich zurück und sag ihr, dass ich komme. Ah, lass es, Mann. Überrasch sie. Sie wird ausflippen. Ja. Ja. In Ordnung. Geh dich frisch machen. Julie, würdest du das mit Ray bitte vergessen? Der Typ hat nichts als Fisch im Hirn. Okay? Ja, aber... Nichts aber. Wohin fahren wir? Auf die Bahamas. Wohin fahren wir? Auf die Bahamas. Wohin fahren wir, Julie? Auf die Bahamas! Here I go again on my own. Going down the only road I've ever known. Hey, sing du mal die Oberstimme. Mach das selber, Mann. Ich bin Leadsänger. Du, der Leadsänger? Alter, du singst voll scheiße. Leck mich, ich kling genauso wie der Typ. Hör zu. And I made up my mind.
Du klingst wie alles andere, nur nicht wie der. Bist du taub? Du spinnst doch. Ich steig bei eurer Band aus. Ich mach eine Solo-Karriere. Du Scheiße. Was soll denn das, mein Verwalter? Such ein Telefon. Nein. Komm schon, der Kerl ist mausetot, Mann. Vielleicht noch nicht. Lass den Scheiß, Mann. Das ist doch voll für den Arsch. Scheiße. Allmählich knapp. Er wird nicht kommen. Nein. Ich hatte gedacht... Julie, du hast ihm 4-mal auf sein Band gesprochen. 4 Nachrichten. Er wollte es versuchen. Ich versuch's heißt möglicherweise. Versuchen ist Beschisssüße. Blödes Gequatsche. Er hat aber viel zu tun. Viel zu tun, am Arsch. Julie, der Knabe bricht dir nur das Herz, weil du ihn lässt. Ich will nicht wieder sagen müssen, ich hab dich ja gewarnt. Dann lass es doch. Oh, mein Gott. Wie sieht's aus, Puppen? Was liegt an? Geht's ab in die Tropen oder geht's ab in die Tropen, hä? Lass dich mal drücken, Süße. Hi. Mm. Wie geht's los? Hi. Oh, Julie, Julie, bitte sei nicht sauer, dass Will dabei ist. Aber ich bin auch mit ihm befreundet und ich will nicht, dass mein Ticket verfällt. Also, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. So, und jetzt fangen wir an, uns zu amüsieren. Kommt schon! Was gibt's? Hast du was zu meckern, Baby? Nein. Nein, was soll ich denn zu meckern haben, Baby? Immerhin geht's auf die Bahamas. Genau so sieht's aus. Juhu, wir fliegen auf die Bahamas. Auf die Bahamas! Ich sitze in der falschen Reihe. Ich wollte nicht am Notausgang sitzen. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's glänzend. Pass mal auf. Ganz tief atmen. Denk an irgendwas Hübsches aus deiner Kindheit. Und wenn in meiner Kindheit nie was Hübsches passiert ist? Tut mir leid, ich kann mich bei einer Geschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde nicht entspannen. Tief durchatmen. Treibstofftanks entwickeln sich Dämpfe, sie bieten Bodenluftraketen im Internet an. Flugzeuge fallen ohne jeden Grund vom Himmel. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist weit größer. Flugzeuge werden vom Blitz getroffen. Oder von Meteoriten oder anderen Flugzeugen. Mann, wenn du nicht aufhörst rumzunörgeln, trifft dich auch gleich ein Meteorit. Manche Leute sollten nicht fliegen. Ich bin der König der Welt! Der König der Welt! Tief atmen, Tyrell, atmen! Lass mich in Ruhe, Mann. Das ist keine Frage der Männlichkeit. Es liegt am Gleichgewichtssinn im Innenohr. Es ist zu spät für Tabletten gegen Seekrankheit, also gewöhn dich dran.
Manche Leute sollten nicht Boot fahren. Da hat er Pech gehabt. Anders erreicht man die Insel nämlich nicht. Es sei denn, man hat einen Unfall. Dann rufen sie die Küstenwache. Die sieht ziemlich abgelegen aus. Dafür zahlen die Touristen ja gerade Sonne, Strand und Einsamkeit. Wann sind wir endlich da, Mann? In ein paar Minuten hast du es geschafft. Tu dir keinen Zwang, lass es raus. Aber spuck nicht das Boot voll. Ja, schön vorbeugen. Schöne Blitze. Ladies, wenn ich irgendwas tun kann, um Ihnen den Aufenthalt bei uns zu versüßen, dann haben Sie bitte keine Scheu, mich zu fragen. Mein Name ist Darik und ich stehe Ihnen für die Dauer Ihres Aufenthalts zur Verfügung, Ladies. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Ladies. Ach so, Opa, die Saison ist beinahe vorbei. Muss sehen, wo ich bleibe. Falls der Wetterbericht stimmt, ist deine Zeit schon abgelaufen. Opa, am Arsch. Ich hab schon immer von einer einsamen Insel geträumt. Abgehängt. Sag mal, spinnst du? Das sind Bougainvilleen. Echt schön. Ich dachte, die heißen Palmen. Meine Fresse, wow, ist das ein Luxus. Wahnsinn. Mann, wo sind wir denn hier gelandet? Mitten im Paradies. Wen will der verarschen, Mann? Was ist das? Das ist ein Irrer. Yo, was geht ab, Bruder? Hey, Tyrell, das ist dein verschollener Bruder. Das ist dein verschollener Bruder. Verdammt, ihr habt mich schon verstanden. Wollt ihr ihn durchziehen? Ich hab voll mega heavy Gras für euch. Skunksticks vom Allerfeinsten, also wenn ihr irgendwas braucht. Titus hat alles. Los, kommt, wir hauen ab. Danke, aber was denn? Jeder braucht irgendwas. Was ist mit den Süßen, den hübschen Käfern? Kann ich irgendwas für euch tun? Nimm ein Bad. Oh, Hilfe, Mädchen, ist das krass. Alles klar. Also, wenn ihr etwas Gras braucht, dann ruft mich einfach. Hey, Baby, was ist? Gib mir ein bisschen ab. Alle. Na, gute Frage. Verzeihung. Entschuldigen Sie bitte. Ach, ich treibe schon jemanden auf. Hallo, ist da wer? Scheiße. Was kann ich für Sie tun? Uns eintragen. Carla Wilson. Oh, ja, wie schön. Lasst uns den roten Teppich ausrollen. Unsere Gewinner sind eingetroffen. Nachnamen nach vorn, Vornamen danach. Netten Hund haben Sie da, Mann. Eigentlich nicht. Ich habe schon Stücke von Typen wie dir und seinem Code gefunden. Sind Sie irgendwie mies drauf? Ich bin überhaupt nicht drauf, Freund. Das ist wirklich ein wunderschönes altes Hotel. Findest du nicht auch? Es wurde in den 30er Jahren für eine der Rockefellers erbaut. Die Fliesen sind aus Spanien importiert. Das Haus hat eine große Geschichte. Judy Garland hat hier übernachtet, Präsident Nixon. Schon gut, schon gut, schon gut. Wir haben verstanden. Alles klar, es ist alt. Es wird dich überleben, schätze ich. Bitte, stellen Sie das hin. Oh, Verzeihung. Wilson. Komm mal, Carla. Oh, was? Sie haben 201 und 202. Und ist das was Schlechtes? Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Das sind unsere Hochzeitssuiten. Ihre was? Hochzeitssuiten. Ich sehe schon, ihr jungen Leute habt noch keine Ringe getauscht, oder? Wir jungen Leute haben noch gar nichts getauscht. Julie, hör auf, es sind Suiten. Wir nehmen die Zimmer sehr gern. Bis ihr abreist, steht euch unser kaum geschultes fünfköpfiges Nachsaisonpersonal zur Verfügung.
Moment mal, sagten Sie Nachsaison? Das erste Wochenende im Juli. Die Sturmperiode fängt heute an, da ziehen pünktlich die Wolken auf. Sturmperiode? Ja, das ist unsere Version von Winter. Das wären 201, 202. Brettspiele jeder Art in der Lounge. Schönen Tag. Auf dieser Welt gibt's nichts geschenkt. Das sagen alle und das ist wahr. Ich wollte, dass ihr einen ganz tollen Urlaub erlebt. Ach, das werden wir schon. Mach dir keine Sorgen, Baby. Wir haben die ganze Insel für uns. Das wird toll. Außerdem hatten wir den ganzen Tag blauen Himmel. Vielleicht wird das Wochenende super. Leute, das sind wir. 202. Ah, das Gepäck. Ja. 201 und 202. Die werden nicht oft vergeben. Ach nein, warum nicht? Es gibt keinen besonderen Grund. Es sind nur ziemlich teure Zimmer für Jugendliche wie euch. Naja, wir haben die Reise im Radio gewonnen. Oh, und was war die große Preisfrage? Raten Sie die Hauptstadt von Brasilien. Rio, Baby. Ah, ganz recht. Schön für dich, Mädchen. Und wie soll ich Ihr Gepäck verteilen? Oh, Sie räumen Ihre Taschen da rein und unsere kommen da rein. Carla, du hast mir was versprochen. Ich habe Tyrell auch was versprochen. Julie, was soll der Mist? Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Wenn es dir recht ist, dann schlafe ich auf der Couch. Dann können die beiden schon mal für die richtigen Flitterwochen proben. Die nehme ich. Nein, ich habe das schon gemacht. Da waren sie noch nicht mal ein Funkeln im Auge ihres Vaters. Ist das dir wirklich recht? Ja, klar. Wenn du mir nur versprichst, nicht zu schnarchen. Na, wenn es unerträglich wird, kannst du was nach mir werfen. Okay. Den hat's übel erwischt. Ja. Aber er beharrt auf seiner Geschichte. Sein Freund wurde auf dem Highway ermordet von einem Mann namens Ben Willis. Er sagt, dieser Willis hat einen Haken anstelle der Hand und fährt einen schwarzen BMW. Hören Sie, es gibt keine Leiche, es war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Er ist am Steuer eingeschlafen und mit seinem Pickup gegen eine Leitplanke gefahren. Er wurde weit in einen Graben geschleudert und hatte verdammtes Glück. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung. Wenn er sich ausgeschlafen hat, fällt ihm vermutlich alles wieder ein. Doktor, Nummer 3 hat einen Herzstillstand. Schickt mir das Notfallteam rauf. Wir haben einen Herzstillstand in Zimmer 3. Diese Bar ist... voll leer? Habt ihr euch verlaufen, Jungs? Oh, wow, ein menschliches Wesen. Bitte, sagen Sie mir nicht, dass das hier die Barszene ist. Wollt ihr was trinken? Wir haben uns nicht umsonst so fein gemacht. Das ist fein gemacht. Na los, Will, komm, sieh dir das an, Mann. Na bitte, hier gibt's Planters Punch, hier gibt's Singapore Sling. Wie wär's mit einem Mai? Mach mich fertig, Thai. Mai, mach mich fertig, Thai. Wie wär's, wenn ihr euch ausweist? War ein Witz. Oh. Der Empfangschef hat gesagt, das Haus sei ruhig, nicht tot. Und er hat euch wohl nicht gesagt, dass heute der letzte Tag der Saison ist. Doch, doch, ja, das hat er uns gesagt. Stimmt. Und wieso sind Sie noch hier? Das geht dich einen verdammten Scheißdreck an. Ich glaube, ich riech Ärger mit einem Kerl. Ja. Nein, nein, jetzt nicht mehr. Hat er Sie verlassen? Nein, ich hab ihn abgeknallt. So, was ihr braucht, Männer, ist ein Dark and Stormy. Ein bisschen Vernon's Rum, dein Gingerbier, ein Spritzer Tabasco. Tut euch gut, glaubt mir. Bin ich blöd? Ich meine, er ist wirklich toll, stimmt's? Und irgendwie süß. Ja, er ist süß und er ist in dich verknallt, aber... Aber mir fehlt Ray. Ehrlich, ich habe versucht, ihn anzurufen. Pass mal auf, Julie. Ray wollte nicht mitkommen. Dadurch gibt er dir die Freiheit zu tun, was du willst. Also vergiss mal die nächsten zwei Tage den Fischkopf und amüsier dich, auch wenn's wehtut. Naja, wenn du es sagst. Wir unterhalten uns nochmal darüber. Da kommt mein Baby. Diese Bar aufmischen. Hi, gefällt dir mein Outfit? Nein, ich find's irre. Na, was sag ihr? Ist doch eine ziemlich coole Bar, oder? Ja, wenn man selber kennt, kommen sie einem alle gleich vor. Hab ich recht, Schwester? Und ob du recht hast. Du siehst wunderschön aus.
Ich bin Julie. Das ist Carla. Nancy. Hi. Willkommen in Tower Bays schärfsten Laden, wo das Leben tobt. Das schärfste Leben wird oben in unserem Zimmer toben. Okay. 4 Dark and Stormy. Danke. Also, auf ein tolles Wochenende. Ja, auf ein tolles Wochenende und scheiß aufs Wetter. Also, was kann man hier Lustiges anstellen? Hauptsächlich Touristen verarschen. Oder zusehen, wie sie sich selber verarschen. Karaoke abgefahren. Haben wir alle gewartet, Baby. Nein, fang gar nicht erst an. Okay, ich sehe dich. Hör gar nicht auf diese Party, Puppe. Zieh dein Ding durch, Süße. Nein, Baby, das ist nicht für mich. Das ist für jemanden, der es echt nötig hat. Also eine Single mit extra viel Schmalz. Carla, nein. Doch, Julie. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wer hilft mir? Komm schon, Julie. Nein, ich will nicht. Julie, sing uns was. Okay, sich verehrtes Publikum. Dürfte ich um einen Applaus bitten für meine beste Freundin, meine allerbeste Freundin, Julie James. Ja, bitte, Julie, Julie. Los, Julie, Baby, zeig ihm, was du drauf hast. Julie, Julie. Schon gut, danke. Danke, Carla. Keine Ursache. Was meinst du denn? Julie, was ist los? Sag schon! Gar nichts. Wo bist Julie! Du hin? Was hat Julie! Sie? Scheiße! Meine Schuld. Will, es tut mir wirklich, so ich hätte leid. Nicht. Es ist meine Schuld. Ich hätte nicht. Nein, ich habe nicht ich nachgedacht. War, das ist so lieb von dir, Will. Es tut mir leid. Ich habe dich erschreckt. Das war völlig daneben. Du hast mich erschreckt, aber ich bin ein bisschen nervös. Entschuldige. Hey, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich bin derjenige, der. Nein. Ich verstehe dich. Ich mach mal einen kleinen Spaziergang. Ganz sicher? Ich mag dich einfach sehr gern, weißt du. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Und ich möchte, dass du glücklich bist. Ich schnapp mir bloß ein paar Sachen und dann... Oh, es tut mir so leid. Tut mir leid. Oh, hüpf, Baby, hüpf, ja. Baby, weißt du was?
Was? Ich habe mich entschlossen. Ich nehme ein anderes Hauptfach. Wirtschaftswissenschaften. Und dann gehe ich an die Wall Street. Weißt du warum? Warum denn, Liebste? Weil das der einzige Weg ist, wie ich mir irgendwann mal so ein Riesenbett leisten kann. Zeig mir mal auf dem Riesenbett, was Liebe ist. Los, komm. Hier, oh, wow, ein Whirlpool. Komm, Baby, geh nicht weg. Lass uns hier bleiben. Baby, ich habe für meinen neuen Bikini über ein 100er hingelegt. Und selbst wenn du ihn mir gleich wieder vom Leib reißt, ich muss ihn anziehen. Na siehst du, das hättest du doch auch früher sagen können, du siehst das Stück, du. Mann, ich wäre fast tot umgefallen. Du lebst dein Leben in Furcht, Bruder. Du musst dich in kosmischer Gleichmut üben. Was willst du, Titus? Okay, hör mal zu, auf dem Festland steigt eine tierische Party. Ich schlag vor, wir steigen ins Boot. Und gehen heftig einen drauf machen. Nein. Ach, komm schon, Mann. Ich verteue das Boot, es zieht ein Sturm auf und dann gehe ich ins Bett. Und das war's, ja? Das ist alles, was ich heute noch vorhab, Mann. Also bitte, zieh ab mit deinem Giftschrank. Na schön. Pass bitte auf. Ja, Papi. Hör mal, du bist ganz schön uncool für einen Bruder. Dann viel Spaß noch, Mann. Den hab ich bestimmt. Ja? Ich möchte ein Ferngespräch anmelden. Einen Augenblick, Zimmermädchen. Zimmermädchen. Thank you.
Was ist? Ich suche mein Haarband. Oh, bitte. Tut mir leid, Baby. Ich will nur nicht, dass meine Haare nass werden. Carla, ich hab dich endlich mal ganz für mich allein. Und da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht unbedingt über Haarpflege unterhalten. Werd ja nicht frech, du. Nicht frech werden? Dafür ist es ein bisschen zu spät. Weißt du nämlich was? Wir beide sind allein auf einer einsamen Insel. Und niemand hört dich um Hilfe schreien. Ich war mal Rettungsschwimmerin. Zwing mich nicht, meine Trillerpfeife zu blasen. Nie würde ich dich zwingen, auf deiner Trillerpfeife zu blasen. Oh, Penner! Scheiße! Kein Wassersport nach Mitternacht. Das sind die Hotelvorschriften. Und was sagen die Vorschriften übers Grasrauchen? Erst wird gekauft, dann wird geschmaucht. Meine Fresse. Hey! Hey, ist alles gut? Glaub mir, es ist alles gut. Kranker Freak. Also, wo war ich stehen geblieben? Hey, Leute. Wunderschöne Nacht, hä? Ich fass es nicht. Das ist ja wohl ein Witz. Nur 10 Leute auf der ganzen Insel und alle versammeln sich in unserem Pool. Wie ist das Wasser? Zu voll. Ah, ein tolles Gefühl. Will, wie geht's Julie? Sie sitzt oben im Zimmer allein. Irgendwelche Ratschläge? Ja. Such dir einen eigenen Whirlpool. Hör mal, Will, du darfst nicht so schnell aufgeben. Du musst durchhalten. Das ist toll, nicht? Es wird einfach nichts. Es soll nicht sein. Oh. Denn bloß meine Zahnbürste. Was ist passiert?
finde das ganz und gar nicht witzig. Nein, es war eine Leiche im Schrank da drin, ich schwöre es Ihnen. Julie, du hast gesagt, du wärst müde. Vielleicht hast du geträumt. Nein, ich habe nicht geträumt. Ich habe gewusst, dass ihr mir Ärger machen würdet. Vom ersten Moment an, als ihr vor mir gestanden habt. Nein, hören Sie mir doch zu, er ist hier. Wer? Wer ist hier? Hey, was ist hier los? Ach, ich weiß nicht. Julie behauptet, sie hätte im Schrank eine Leiche gefunden. Aber wir sehen weiter nichts als Bademäntel. Cool. Mein Gott, findest du das komisch? Verdammt nochmal, Tyrell, ich bin nicht verrückt geworden. Er war da drin. Ach ja? Und wo ist er denn hin, Julie? Huh? Wo ist die Leiche? Julie, denk nochmal nach, okay? Überleg, was du wirklich gesehen hast. Ich habe den Mann von der Anlegestelle tot im Wandschrank hängen sehen. Also schön. Gleich morgen früh reden wir mit Derek, dem Mann von der Anlegestelle. Dann wird sich die ganze Geschichte aufklären. Bis dahin jedoch trinken wir nicht mehr so viele Dark and Stormies und schlafen ein bisschen. Sehen Sie nicht mich an? Nein, ich will von dieser Insel runter. Das ist vollkommen unmöglich. Die letzte Fähre hat vor ein paar Stunden abgelegt und es dauert Tage, bis die nächste kommt. Es zieht ein schwerer Sturm auf. Schön, dann rufe ich auf dem Festland an und bestelle ein Boot. Die Leitungen sind seit ein paar Minuten tot. Nichts. Ach. Jetzt hört mal zu, die nächsten paar Tage werden schwierig, aber wir überstehen es. Haben Sie kein Funkgerät? Nur für Notfälle. Und als was bezeichnen Sie das hier? Das hier bezeichne ich als vier verwöhnte Stadtkinder, die einen Hurricane nicht mal erkennen würden, wenn er ihnen den Arsch wegweht. Leute, das ist keine Übung. Wir können jetzt nur noch alles dicht machen und hoffen, dass er bald vorbeizieht. Und falls es richtig gemein wird, haben wir einen Schutzraum. Gute Nacht. Der Vergangenheit, Angst vor der Zukunft, Blut der Jugend. Schmerz der Vergangenheit, Angst vor der Zukunft, Blut der Jugend. Schmerz der Vergangenheit, Angst vor der Zukunft, Blut der Jugend. Schön seid ihr gewachsen. Echt schön gewachsen. Weiter so. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ja. So ist's gut. Das verdammte Feuerzeug. Kann ich Ihnen behilflich sein? Gott verdammt nochmal! Oh Gott, nicht! Was machen Sie denn da? Nein! Echt jetzt mal, tun Sie das nicht! Oh Gott, ich bin krank, nein! Ist doch alles cool! Helfen? Ah, das ist ein Enkelrichter. Wie viel? Naja, er hat schon ein paar Einschlüsse. Wie viel? Ehrlich gesagt, sowas ist bei mir nicht besonders gefragt. Bestenfalls kann ich zwei, vielleicht 250 dafür. Sagen wir 300.
und geben Sie mir den dazu. Welchen willst du haben? Bist du verrückt, Junge? Der ist schon allein 300 wert und dann gibt's eine Wartefrist. Ich kann nicht warten. Behalten Sie den Ring und geben Sie mir die Waffe. Okay. Hör mal, Junge, bist du sicher, dass du es so machen willst? Ist der geladen? Nein. Laden Sie. Gefälligst die Pfoten weg. Baby, sag mal ehrlich, das ist doch das Letzte. Stellst du dir so ein romantisches Wochenende vor? Hey, Jules. Hast du ein bisschen geschlafen? Ja, ein bisschen. Wow, das ist ja toll. Ein schöner neuer Tag im Paradies. Mit Julia als Reiseleiterin. Unsere kleine Miss schlitzt mich auf. Na, Julie, liegen draußen ein paar neue Leichen rum? Frische Schlachtopfer? Halt den Mund, Ty. Wie wär's mit einem Freddy oder Jason oder wie die heißen? Lass sie doch in Ruhe, Mann. Bloß weil ich laut sage, was alle in diesem Raum denken. Ich meine, es ist schon schlimm genug, eingeregnet zu werden, ohne dass wir noch bei ihr Händchen halten müssen. Deswegen musst du dich nicht wie ein Arschloch aufführen. Nein, es ist schon gut. Ist schon okay, er glaubt mir nicht. Das ist sein gutes Recht. Ich glaube auch langsam, dass ich verrückt bin. Julie, niemand von uns hält dich für verrückt, okay? Ich schon. Hey, hört mal, Jungs, wollt ihr euch nicht eine Beschäftigung suchen? Baby, ich will mich nicht mit dem beschäftigen, ich will mich mit dir beschäftigen. Bitte. Jetzt gehen wir in den Fitnessraum und schwitzen uns den Stress raus, okay? Ja. Niemand hält dich für verrückt, Kleines. Also, wir machen Folgendes. Wir treiben diesen irren Kiffer auf und sehen zu, dass der Trottel ein paar Ping-Pong-Schläger oder Billardgöse besorgt. Weißt du was? Der Treibhauseffekt hat bewirkt, dass der Golfstrom sich verschoben hat. Und die führenden Meteorologen erwarten einen dramatischen Anstieg tropischer Tiefdruckgebiete. Die bewirken Stürme und massive Überschwemmungen. Um uns von dieser Insel zu spülen, wäre gar keine große Sturmflut möglich. Hey, 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 hey! Halt die Klappe, okay? Halt die Klappe! Mein Gott! Komm schon! Ah, die sind ja gut ausgerüstet. Wow, starker Tritt. Ja. Ich verpasse deinem Fischer ein paar davon, dann weiß er, wo es weh tut. Liebling. Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Du verlässt diese Insel nicht ohne knackige Bräune. Komm mit. Wow, Krebs in der Kiste. Nein, das ist safer Sonnen. Na los, Julie, das ist besser als ein Tag am Strand. Bitte sehr. Ein bisschen Photosynthese und du fühlst dich wie eine neue Pflanze. Wollte ich sagen. Bis dann. Bis dann. Sicher, dass es hier zum Pool geht? Ja, da ist ein Wägelchen. Der will die Idiota zum Regen stehen lassen. Ja.
Motor kaputt. Verdammt, wie viele Paare sind denn da drin? Haben sie nie gefunden. Wir haben im Sommer vor 2 Jahren die Polizei belogen. Wir haben Ben Willis überfahren und, um es zu vertuschen, seine Leiche ins Wasser geworfen. Nur, dass er nicht tot war. Er hat Barry und Helen vor genau 1 Jahr umgebracht. Ich schwöre, Ray und ich dachten, wir hätten ihn getötet, aber er lebt noch. Nein, du hörst mir zu! Diesmal will er es zu Ende bringen! Julie, wir sitzen am Arsch der Welt in einem Sturmfest! Wo man hinsieht, sind Leichen aufgestapelt! Und soweit ich weiß, ist nur ein Mann nicht dabei! Der Gepäckträger. Stimmt, wie hieß er? Estes! Das ist der Einzige, der noch da ist. Ich bin sicher, der Scheißkerl weiß was. Also wir können hier rumsitzen wie die Arschlöcher und abwarten, bis er uns aufschlitzt, oder wir erwischen die Mistau zuerst! Er ist es aber nicht! Scheiß drauf, wir müssen was unternehmen! Ich bin seiner Meinung. Kommt schon! Julie, ich kann einfach nicht glauben, dass du mir nicht erzählt hast, was damals passiert ist. Ich bin deine beste Freundin! Ich wollte nur, dass es vorbei ist. Ich wollte niemanden sonst mit hineinziehen. Dafür ist es zu spät, würde ich sagen. Los, komm, gehen wir!
Feuerzeug! Bist du da drin? Ha? Komm raus, hörst du mich? Er ist nicht hier, Mann. Mann, hat er irres Zeug gebunkert. Oh ja, alles klar, Mann. Das ist der verdammte Killer. Das ist unser Mann, sicher. Jemanden habernd? Scheiße, das ist meins. Und eine Zahnbürste? Fuck. Udo. Also, wir suchen Taschenlampen. Fackeln, Waffen, alles, was wir finden, um von dieser Insel runterzukommen. Halt mal, was ist, wenn er da unten ist und Knochen sammelt oder so? Lass uns zusehen, dass wir hier abhauen, klar? Ihr beide wartet am besten hier. Nein, warum können wir nicht mitkommen? Weil es hier sicherer ist, darum. Dauert nur einen Moment, in Ordnung? Nur eine Sekunde. Julie, wo willst du denn hin? Was zum Teufel war das? Oh, Scheiße. Julie? Das ist die Hauptstadt von Brasilien, nicht Rio. Scheiße, elender Dreck! Lass die Finger von ihr, du verrückter Scheißkerl! Nein, Jungs, lass ihn! Nein, mein Leib! Lass ihn in Ruhe! Redest du, das ist der Mörder? Nein. Quatsch nicht, wir haben das Voodoo-Zeugs gesehen. Nein, ich habe heute früh die Leichen gefunden. Ich wollte funken, aber er hatte den Sender bereits zerstört. Scheiße, lasst ihn in Ruhe, ich glaube ihn. Hör auf, Julie, wir waren doch in seinem Zimmer. Ich habe niemandem etwas getan. Ich habe die Dinge gestohlen, um euch zu helfen, um euch zu schützen. Er hätte mich leicht umbringen können, aber das hat er nicht. Herrgott, nochmal, wir haben ja nicht mal die Frage im Radio richtig beantwortet. Das war von Anfang an eine Falle. Was erzählst du da, verdammt? Rio ist nicht die Hauptstadt von Brasilien. Tut uns leid, falsche Antwort, wir haben verloren. Wieso, wo ist er dann, hä? Wo ist dieser Ben Willis, hä? Ich weiß es auch nicht. Du weißt nie was, verdammte Scheiße. Wieso sollten wir dir unbedingt trauen, hä? Woher wissen wir, dass du es nicht eingefädelt hast? Und woher weiß ich, dass du es nicht warst? Ich weiß, über wen ihr sprecht. Er war früher im Hotel angestellt. In letzter Zeit habe ich ihn draußen im Wald gesehen, hinter dem Obstgarten. Ich führe euch hin, wenn ihr wollt. Und wenn er uns in eine Falle locken will? Sagt mir, wo ihr sonst hingehen wollt. Egal, jedenfalls bleibe ich nicht hier drin. Im Freien sind wir besser dran und wenn wir zusammenbleiben, haben wir vielleicht eine Chance, das Arschloch zu töten. Führ uns hin.
Was wird denn das? Ich muss nach Tower Bay Island. Wir haben geschlossen. Ich muss zu dieser Insel, sofort. Darf ich dich mal was fragen, Spatzfreund? Hast du zufällig gesehen, was für ein Wetter da draußen ist? Ich brauche keinen Wetterbericht. Ich brauche ein Boot. Also, welches gehört Ihnen? Er hat viele Jahre lang hier gearbeitet. Er hatte eine Familie. Hübsche Frau, zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Eines Tages war die Frau verschwunden. Das Zimmermädchen hat überall in der Hochzeitssuite Blut gefunden. In Zimmer 201. Schließlich hat man die Leiche entdeckt. Zumindest Teile davon. Sie soll ihn betrogen haben, sagen die Leute. Er hat sie immer geschlagen, sagen die Leute. Die Leute sagen eine Menge Dinge. Dann ist er verschwunden. Die Kinder auch. Und jetzt ist er wieder da. Julie, sei vorsichtig. Ich muss es sehen. Hin. Vergiss ihn, Will. Er kann uns sowieso nicht helfen. Wahrscheinlich ist er der Einzige, der es kann. Ich werde nach ihm suchen. Ich komme mit, Will. Willst du uns etwa hier allein lassen? Bist du verrückt geworden? Ist schon okay. Er kann nicht bald sein. Ich komme gleich wieder. Nein! Wir treffen uns in der Hotelhalle, okay? Verdammt! Okay! Komm, gehen wir. Was habt ihr? Na, was willst du denn damit anfangen? Hä? Willst du ihn buttern? Willst du eine Runde Gemüse putzen? Nimm das hier. Schaffst du's? Ja. Scheiße. Hey, hey, kommst du klar? Wir erwischen diesen Wichser, klar? Okay. Na schön, gehen wir in die Speisekammer. Meinst du, das ist ein gutes Versteck? Keine Ahnung, ich habe nur tierischen Hunger. Hey! Agnes, wo willst du hin? Was soll der Scheiß, Mann? Du hast gesagt, du würdest uns helfen! Wieso sagst du uns nicht, dass du ein Boot hast? Wir gehen nirgendwo zusammen. Was? Baby, bitte geh da nicht rein. Ach, das ist doch bloß Essen. Nun bleib mal ganz ruhig. Nur was zu essen. Na, tut mal nicht so, als ob ihr keinen Hunger habt. Nur eine blöde Ratte. Nein! Lacey!
Kommen! Komm schon. Komm schon. Kommen! Hier ist die Arcadian. Das ist ein Notfall. Wir brauchen Hilfe auf Tower Bay Island. Wiederhole. Hier ist die Arcadian. Das ist ein Notfall. Wir brauchen Hilfe. So, da waren die Taschenlampen versteckt. Es tut mir leid, aber du hättest ja auch der Mörder sein können. Genauso wie du, verrücktes Miststück. Hey, du bist immerhin in mein Versteck reingeplatzt. Ich bedauere. Ich habe wohl das Schild nicht gesehen. Es tut mir leid, aber hier gab's nicht besonders viele Morde, bis ihr aufgetaucht seid. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Leiche gesehen. Na dann gewöhn dich dran. Wer tut das alles? Oh Scheiße, nein, geht das schon wieder los? Lass sie gar nicht erst anfangen, okay? Es ist eine lange, abgedrehte Geschichte und du wirst dir wahrscheinlich sowieso kein Wort glauben. Ich weiß nur, dass das der schlimmste Urlaub meines Lebens ist. Ich bin müde, ich habe tierischen Hunger, ich bin verflucht geil. Und ich persönlich sehe hier keinen gottverdammten, irren Killer. Schwein! Komm auf! Komm, geh weg! Komm hier weg! Komm hier!
überlebt schon. Sie geht nicht auf. Wo sind die Schlüssel? Wir müssen das Schloss aufkriegen. Wir holen dich da raus. Lass mich nicht. Ich verspreche es dir. Beeil dich. Jesus. Carla! Carla! Oh nein, mach die Tür auf! Bitte, hol dich raus! Bitte, hol dich hier raus! Komm schon, Nancy, mach die Tür auf! Komm schon! Ich schaff's nicht! Ich hab mit diesem Wechsel alles in die Tür auf! Bitte, gib mir die Tür! Tut auch was! Geh aus dem Weg! Schon wieder. Lass uns nur reingehen. Moment mal, ich finde, wir sollten nicht reingehen. Doch, ich habe den Kerl mit dem Haken zuletzt am Strand gesehen. Ich glaube, wir sind in Sicherheit, okay? Großer Gott, du verblutest ja. Wir brauchen einen Verbandskasten. Ich glaube, an der Rezeption gibt's einen. Hol ihn. Okay, bleib ganz ruhig sitzen. Keine Sorge, er ist weg. Geht nur, euch passiert schon nichts. Los, wir gehen zusammen. Komm schon. Komm her, Will. Du wirst wieder gesund, hörst du? Gott, du blutest vielleicht überall Blut. Ich kann die Wunde nicht entdecken. Das liegt daran, dass es nicht mein Blut ist. Was? Es ist nicht mein Blut, Julie. Wie heißt dein Lieblingsradiosender, Julie? Komm schon, Julie, wie heißt dein Lieblingsradiosender? Nein! 96,7! Es ist soweit, Zeit für die letzte, die absolut allerletzte Spontanreise! Thank you.
von der heiteren Seite. Endlich können wir uns mal ein bisschen näher kennenlernen. Warum tust du mir das an? Mir. Es geht immer nur um dich. Ich habe Albträume. Ich kann nicht schlafen. Ich komme im Unterricht nicht mit. Ich habe Ärger mit meinem Freund. Aber ich habe dir vertraut. Oh, du bist genau wie all die anderen auch. Nie übernimmst du die Verantwortung für deine Taten. Du glaubst, du kommst nach einem Mord ungestraft davon. Warum machst du denn sowas? Mieses Stück. Das gibt eine schöne Narbe. Sag mir doch nur, warum? Warum? Komm, Jules, überleg doch mal. Kapierst du es nicht? Will Benson. Bens Sohn. Hi, Dad. Schön still, du wirst nicht mehr schreien, nicht mehr weglaufen. Jetzt wird gestorben, Kleine. Lass sie los! Lass sie los! Oh nein, nicht dieser Pisser! Was soll das werden, Junge? Willst du uns ausschimpfen? Du lässt sie sofort los! Überleg doch mal, Junge. Du bist kein Mörder. Das ist mein Job. Du hast nicht die Nerven dazu. Richtig. Siehst du das? Und jetzt möchte ich, dass du dir ausmalst, was wir alles mit dir anstellen werden. Willst du ihn, Dad? Stell ihn auf die Beine. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Oh, Süße, so einfach bringt man mich nicht um. Ich bin aus Stahl. Der gute alte Ray. Hallo, Carla. Falls jemand fragt,
Erzähl keinem, dass es an dort gekübelt hat, okay? Das bleibt unser kleines Geheimnis. Ja. Auf der Couch eingeschlafen. Warum schickt mich denn keiner ins Bett? Hast du wieder die Schlösser kontrolliert? Ach, du kennst mich zu gut. Wag's ja nicht einzuschlafen, ich warne dich. Ich liebe dieses Gerät. Julie, hör auf, dich verrückt zu machen. Du musst aufhören. I've missed.
another day gone by. Nothing but the open road and the never-ending why. Anything can happen, yeah, but nothing ever does. I try to change, it's kind of strange. Ha ha ha!